Ja, es kann sein, dass jetzt dem einen oder anderen vielleicht ein bisschen zu brav ist, das Bild. Vielleicht auch die Bäume ein bisschen zu eintönig. Also ich kann da jederzeit hergehen und dann hier zum Beispiel irgendwie was reintupfen. Hier. Oder ich kann das natürlich auch entsprechend heller machen, wenn ich da ein bisschen Deckweiß verwende, dann ja, also solche Sachen, dass man es da ein bisschen auflockert quasi, kann es auch noch heller machen. Das muss man ausprobieren und dann muss man es eventuell wieder korrigieren, wenn man meint, ah, jetzt hat es doch nicht so funktioniert. So, kann aber auch jetzt hier zum Beispiel auch ein bisschen Blau einfach ins Grün reinbringen. Dann hätten wir eine bisschen Wiederholung vom Himmel. Farben sollen sich ja immer wiederholen im Bild wäre eigentlich das Beste. Ja, könnten ja auch Hortensien sein, wie sie in der Bretagne ja ziemlich oft vorkommen. Also sowas kann man machen. Man kann es aber auch ein bisschen rötlich machen, wenn man meint. Wenn man meint, naja, es ist ein bisschen zu heftig geworden, dann verstreicht man es entweder etwas oder man geht halt wieder ein bisschen mit dem Grün rein. Und aber so könnte man es schon lassen, zum Beispiel. Ja, also dann würde man das Grün hier etwas auflockern. Also das kann man natürlich jederzeit erledigen. Ein bisschen heller. Noch ein bisschen heller. Hier. So. Oder noch ein bisschen grün. Man jetzt ordentlich mischen. Geht schon. So. Dann machen wir da noch ein bisschen abgetönt rein. So. Also geht das auch. Oder wenn man halt merkt, na, das ist jetzt doch nicht so toll, dann halt wieder übermalen. Da könnte man es auch noch ein bisschen abreißen lassen von der Farbe. Hier. Immer schauen, welche Farbe haben wir gerade am Pinsel und wo könnte man die vielleicht noch verwenden. Also hier auch ein bisschen grün ändern. So. Naja. Und wem das Ganze jetzt noch zu brav ist, kann ja leicht sein. Der müsste sich halt überlegen, ob er vielleicht meinetwegen hier mal einfach sowas macht, so ein bisschen durchstreicht, ja. Die Kanten etwas auflöst. Das ist aber dann nur, taugt dann nur was, wenn man auf der anderen Seite auch wieder Kanten stehen lässt. Also hier bei dem Schatten hier, da würde ich nichts auflösen, weil das ja gerade der Schlagschatten ja im Prinzip sein soll, ja. Hier beim Boot, da ist die Möglichkeit da, dass ich sage, Boot, machen wir vielleicht mal ein bisschen so. Schon hat man es ein bisschen aufgelöst, ist es nicht mehr so Spielzeugbootmäßig. Ja. Sieht schon deutlich besser aus. Und so kann man da durchs ganze Bild gehen.
Und dann irgendwelche, so, vielleicht einfach mal so ein Wischer rein. Und da. Oder vielleicht auch einfach vom Blau, vom Himmel her, da was reinlassen, so. Könnte ein bisschen heller sein, damit man es besser sieht. Moment. Also hier vielleicht oder so. Ja, einfach die scharfen Ecken da zum Teil etwas auflösen. Ja, das macht dann immer einen lebendigeren Eindruck. Ja, gerade bei solchen Bildern, die eigentlich nicht so vor Lebendigkeit strotzen. Aber es ist halt so eine Stadt- oder Dorfansicht. Morlaix, das ist ja, das ist ja nicht Morlaix, das ist ein Außenbezirk und der ist eher ein Dorf hier. Okay. Also so hat man dann ein bisschen hier noch was aufgelöst. Kein Mensch weiß, wie war es denn wirklich. Und das ist immer, macht immer einen guten Effekt eigentlich bei den Bildern. Hier gibt es einen Maler, der heißt Thorsten Wolver. Der zieht das ganz extrem durch seine ganzen Bilder durch. Ja, die sind nicht schlecht. Kann man sich schon anschauen. Sind sogar ganz hervorragend. Thorsten Wolver heißt der Mensch. So. In Malerkreisen hat sich schon der Ausdruck etabliert, es wird gewolvert, wenn man sowas macht hier. Aber ich muss sagen, das ist jetzt auch nicht unbedingt die Erfindung von Thorsten Wolver. Das ist halt so, wie er es macht, in der Intensität schon seine Vorgehensweise, das mit dem Auflösen von Ecken und so weiter, Kanten und mit dem Pinsel so drüber gehen hier, sodass hier Strukturen entstehen, haben die Maler früher auch schon gemacht. Seagull zum Beispiel, ein englischer Maler, der mit dem Königshaus mit der Britannia, mit der Yacht in die Antarktis gefahren ist zu malen, sollte den Prinzen und so weiter das Malen beibringen. Von Charles hat er ein bisschen was gehalten, aber der Rest hat er dann gesagt, nicht so begeisternd. Na gut. Also hier, da muss man vielleicht auch, das ist immer nicht schlecht, wenn man halt so ein bisschen drüber geht mit so einem fast trockenen Pinsel, mit etwas hellere Farbe drauf, weil man dann gleich eine Struktur auch reinkriegt, ja, in diese Sachen, die sonst nur so dunkel dastehen würden. Ja, und schon hat das Ganze etwas mehr Leben. Ja, das wollte ich nur noch mal ergänzen. Gut.